Ich weiß nicht, wie andere Leute das sehen. Ich habe ja auch Kritiken gehört. Ja, Minecraft ist scheiße geworden und dies und jenes. Also meine Meinung ist natürlich so, ja, ich finde es eigentlich recht gut. Ich habe jetzt keinen, nee, Optifine habe ich nicht drin. Sonst hätte ich da mal euch was zeigen können. Auf jeden Fall, gut. Ja, hier nur so ein kleines Bungalow hin. Ja, wie gesagt, Minecraft hat sich sehr, sehr schön verändert. Meiner Meinung nach, auf jeden Fall das Beste an Minecraft, finde ich, sind die XP-Punkte. Ja, es kommt so ein bisschen, ja, diesen Open World Games da näher. Weil man, da kann man ja auch leveln und sowas. Ich bin ja auch gerne so einer, der gern levelt. Zwar habe ich nie so die Ruhe dafür, aber wenn man dafür was ordentlich zu sehen kriegt, dann lohnt sich das schon. Ich habe damals, ich weiß nicht, ob ihr oder die meisten von euch das kennen, das ist Fliff gespielt. Auch genannt als Fly for Fun, ja. Damals war das eigentlich recht gut. Aber seit es so ein Update gibt, da hat sich das ganz schön scheiße entwickelt. Und natürlich habe ich noch ein paar Befreundete, die noch Fliff spielen. Aber nicht mehr auf den Online-Servern. Das heißt, die sind halt nur noch auf diesen, ja, wie nennt man das, privaten Servern. Und nee, da hätte ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Hätte ich zwar auch aufnehmen können, aber nee, das ist auch nicht so das, was man so aufnimmt. Habe ich mir gedacht, Mensch, hängst dich wieder an Minecraft dran. Das Einzige, was deine alte Möhre noch schafft, mit 16 FPS, was man hier gerade hat, da würde sich ein großer YouTuber drüber kaputt lachen. Aber ich bin halt nicht so einer, der halt so viel Geld für einen PC ausgibt. Ich hatte ja auch damals auch noch angesprochen, dass es hier nicht nur um Minecraft geht. Und zwar geht es hier, ja, so wie ich 18 bin und so wie ich Geburtstag habe. Und da möchte ich halt gerne eine Ava Media haben. Das heißt, es gibt Live-Commentaries von irgendwelchen Ego-Shootern, es gibt Let's Plays von irgendwelchen Spielen. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Mein Geburtstag, für die Leute, die es wissen möchten, ist am 16.03. diesen Jahres, ja. Und da werde ich 18. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir was schenken. Ich sage euch dann meine Adresse. Nein, Spaß. Wie gesagt, ja. 16.03. ankreuzen und vielleicht können wir da so eine kleine Party machen. Weil dann bin ich endlich 18 und dann können die mir gar nichts mehr. Ja, dann bin ich hier der Big Boss. Unter den, ja, sieben Schwachköpfen. Ich weiß zwar nicht, warum ich sieben Schwachköpfe genannt habe, aber egal, ich habe keine Geschwister für die Leute, die es auch interessiert. Ich bin alleine, das freut mich auch. Natürlich hat man so da Nachteile, Vorteile. Und ich finde halt, ja, als Einzelkind hast es leicht. Hast es leicht. Natürlich hast es leicht. Ja, toll. Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade mache. Ihr denkt euch auch, ey, was macht der denn da jetzt für ein Rotz? Ich muss gleich mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Ego-Shooter spielen. Ich bin gerade so auf Krawall gebürstet. Boah, es geht ja mal gar nicht hier jetzt. Ja, jetzt läuft es anständig. Ich müsste, oder mal gucken, ob ich die Maus irgendwie einstellen kann. Ob ich die irgendwie empfindlicher stellen kann. Boah, was ist denn das? Aha, schon besser. So. Gut, 32. Das heißt, somit haben wir das fast geschafft hier. Oh ne, das ist zu doll. Machen wir 83. Ja, das ist schon so meine Grenze, wo man so ein bisschen zocken kann. Ich verstehe auch nicht, wie die meisten Leute die Call of Duty Black Ops 2, MW3, MW4, Black Ops oder so, dass sie auf vollste Mausempfindlichkeit oder Controller Empfindlichkeit spielen können. Ich verstehe das einfach nicht. Das ist mir viel zu schnell. Da würde ich gar nicht erst hinterherkommen. Aber naja, für die, die es halt gerne mögen oder die damit gut spielen können, wirklich Respekt. Ich kann das einfach nicht. Ich komme damit irgendwie gar nicht zurecht. Das ist mir viel zu schnell. Damit. Also es kann auch sein, dass es an meinem Alter liegt, dass ich jetzt hier irgendwie nicht mehr so gut gucken kann. Witziger. So. Nee, wir brauchen noch zwei Hölzer. Ach, du willst mich doch jetzt veräppeln, oder? Mann, wo bleibt die Mucke? Hallo? Ach so, das ist immer der Rest von dem. Okay, aber jetzt geht's weiter. Der lässt immer eine Tür auf, ne? Warum? Das kann natürlich wieder so ein oller Bug sein. So, dann werde ich jetzt einfach mal nochmal einen kleinen Baum fällen, wo wir dieses olle Holz rauskriegen. So, zeig mal. Hier waren wir die ganze Zeit vielleicht. Ja, die haben sogar was fallen lassen hier.
Hier, so schöne Setzlinge. Kann man natürlich immer hier brauchen. Manchmal aber auch nicht. Manchmal sind die überflüssig wie Sand am Strand. Witziger. Ja. Einigermaßen gute Laune. Ich hoffe, man kriegt das so ein bisschen mit. Immer, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ich weiß, ihr kriegt das mit. Ja. So. Dann da auch noch. So, dann haben wir erstmal keine Setzlinge mehr. Das ist ganz gut. Dann ist das Inventar erstmal wieder um ein Slot frei. Irgendwie, ja. Ich habe irgendwie Hunger. Das kann natürlich sein, warum ich so konzentriert bin. Ich habe Hunger, das is it. Ich schaue mir gleich eine fette Pizza in den Ofen. Das Lied hasse ich irgendwie. Ich werde das auch demnächst löschen. So, tschüss. Was ist das? Oh ja, das ist schön. Das passt wirklich zu Minecraft. 8-Bit-Musik. Wunderbar. Und ja, jetzt diesen ollen Baum hier noch klapsen. Zack, 64 kriegen wir. Zack, Mann, bin ich gut. So. Für die Leute, die mal wissen möchten, was. Moment. 4 mal 16 ist. Da könnt ihr mal ausrechnen, oder? Ist das so? Ja, denke mal, ne? Ja, jetzt ist es so gut. So, ja. Gut. So, dann würde ich sagen, machen wir da auch nochmal eine Fackel. Holz hin. Hier kommt ein Bett hin. Da müsste auch noch eins hin. Mache ich mal gleich eine Treppe. Damit ich hochkomme. Oh, ich muss so aufstoßen heute. Ich weiß auch nicht, was das ist. So, was brauche ich nochmal? Ach ja, Wolle. Wolle. Dann brauche ich Holz. Habe ich auch. Holz habe ich. Gut. Dann machen wir uns das hier mal einfach. Ne, brauchen ja noch ein bisschen mehr. Ja, das müsste reichen. Und ja, morgen geht's zum Friseur. Ihr wisst zwar trotzdem noch nicht, wie ich aussehe. Und ich glaube, das wollt ihr auch nicht. Der Wisch macht mich mal fertig. Ich hoffe. Na, nee, ich sag jetzt nicht mehr. Ich weiß, ihr wisst, wie ich aussehe. Ist jetzt nicht das Wunderbarste? Nur drei? Nee, brauche ich noch ein bisschen mehr Holz. Moment mal. So, ich hatte mal wieder ein Aufstößerchen. So, das muss jetzt aber hier lang. So, so. Nee, nicht da. So, machen wir hier auch noch eins hin. Damit haben wir jetzt 9 Leitern. Ich hoffe, das reicht so ein bisschen. So. Dann machen wir hier nochmal ein kleines Bettchen. Für unsere Frau, die hier immer mal herkommt. Und ich schätze mal so ab der, ja, 30. Folge so ungefähr. Dauert ja nur lange. Da werde ich versuchen, ein paar Special Guests mit reinzuziehen, die sich hier auch noch irgendwo ein paar Häuser hinpflanzen können. Na, das wird nie im Leben reichen. Das sehe ich doch jetzt schon. Das sieht doch ein blindes Huhn, ey. Ah, Mensch, 1, 2, 3. Ja, oh, Mann, genau noch 3. Oh. So. Der National Erasmus gerade gehabt. Nee, du. Das kann nicht sein, du. Das wird mit deiner Box. So. Oder deine Lautsprecher. So, dann kommt die auch nochmal 4 hin. Jetzt müsste das aber reichen hier. Wenn nicht, dann werde ich ganz schön aggressiv. Aggressiv, ja. Agro Berlin. So. Okay. Haben wir hier noch eine Fackel? Natürlich haben wir hier noch eine Fackel. Mensch, wir haben noch nie. Es gibt doch nicht, dass wir keine Fackeln hier haben. So. Dann machen wir auch noch eine dort und natürlich hier. Ein wunderschönes Schlafgemach, finde ich. Dann können wir das, glaube ich, können wir das so machen? Das ist nur eine Druckplatte, ne? Ah, oh, Herrgott, nee. Sieht eigentlich schon recht schön hier aus. Okay, einfach nur ein Bett. Mehr auch nicht. Sehr schön auf jeden Fall. Da hatten wir doch Holz noch drin, ne? Genau, ja. Kommt der Rotz hier rein. So, was wollte ich jetzt? Ach ja. Das bleibt, das auch. So. Reicht das? Moment, nee. So, das muss jetzt aber langen hier. Und das Eisen könnten wir eigentlich ver. Wir haben ja noch nicht mal einen Ofen. Wie bitter ist denn das, ey? So, dann machen wir hier einfach mal einen auf den hier. Und
bauen uns einfach einen Ofen. Das ist auch gar kein Problem hier. Das haben wir doch in 0,x geschafft. Und zwar klatsche ich mir den hier unten hin. So, Moment. So. Oben den Dispenser und unten natürlich den Ofen. So, habe ich alles mal überlegen. So, machen wir so einen kleinen Teppich noch, ne? So, und dann gehen wir mal kurz runter. Und dann habe ich noch eine andere Frage gestellt bekommen. Und zwar, wie ich es finde, dass heutzutage jeder Partner werden kann, der auch schon 24 Abonnenten hat oder so.